Okay, so, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend, heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Dialogreihe. Heute Abend mit der Senatorin Julia Unterberger von der Südtiroler Volkspartei, die ich ganz herzlich willkommen heiße. Danke. Ja, wir haben gewissermaßen über diesen Abend geschrieben, gegen den Strom, die Querdenkerin. Und deshalb würde ich eigentlich, später können wir da ein bisschen in die Details gehen, aber würde ich eigentlich damit beginnen. Eine Querdenkerin, ein Querdenker, das ist grundsätzlich etwas Positives, weil das heißt, jemand denkt mit dem eigenen Kopf, sind Sie aber Politikerin, die auch mit Parteidisziplin oder Fraktionszwang oder sowas auch zu tun haben. Wie schwierig ist das bei Ihnen, beides unter einen Hut zu bringen? Ist schon eingeschaltet. Schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Ja, in Rom gibt es eigentlich keinen Fraktionszwang. Ich bin ja die Chefin der Fraktion, deswegen kann ich ja die Linie Aber Sie vorgeben. haben eine Partei in Bozen. Ich habe eine Partei in Bozen, mit der gibt es schon manchmal Diskussionen, aber in Rom ist man eigentlich sehr unabhängig. Also, Sie können zwar versuchen, da reinzureden, aber kommen Sie nicht weit. Aber das hängt mit Ihnen zusammen, oder? Dass Sie nicht weit kommen. Oder im Prinzip. Ja, schon mit mir, weil meine Kollegen und Kolleginnen sind eher parteitreuer und linientreuer und ich bin halt ein bisschen immer schon gewesen, ein bisschen eine Außenseiterin in der Partei, vielleicht am linken Rand oder am grünen Rand und das hat die Partei immer schon ertragen müssen, ansonsten hätten sie mich irgendwann ausschließen müssen. Okay, das ist ja das, was im Grunde auch die Sammelpartei ausmacht, wie man sagt, verschiedene Seelen, die in einer Partei drin sind. Sie sagen, Rom ist weit weg, aber wenn ich zurückdenke, das ist ja nicht so weit zurück, als Silvio Berlusconi gestorben ist, da gab es ja im Parlament, also natürlich über Tote spricht man nicht schlecht, sagt ein altes lateinisches Sprichwort. Aber da gab es richtige Beweihräucherung für ihn. Und sie sind dann aufgestanden und haben eigentlich doch dem einen ordentlichen Kontrapunkt hingesetzt und auch etwas unangenehmere Seiten des Herrn angesprochen. Und da war ihre Partei überhaupt nicht begeistert davon. Ja, eben, ich wollte nicht an dieser allgemeinen Beweihräucherung teilnehmen. Also, die haben den ja schon fast heilig gesprochen. Und ich habe mir gedacht, na, ein paar kritische Dinge muss man schon sagen können. Und mir ist eigentlich vorgekommen, meine Rede ist recht ausgewogen. Ich habe dann versucht, auch etwas Positives zu sagen. Trotzdem hat es dann extreme Reaktionen gegeben, nur damit Sie verstehen, wie das funktioniert. Der Tajani, der Außenminister, der ist wutentbrannt, hat er sich mit dem Dorfmann, der ja mit Forza Italia gewählt ist, in Verbindung gesetzt. Der wiederum hat den Parteiobmann kontaktiert und dann haben sie alle gesagt, das geht so nicht. Und sogar der Landeshauptmann, der zwar ist, mit dem ich ja eigentlich ziemlich von den Werten übereinstimme und eigentlich sehr gut auskomme, aber in der Politik geht's, muss man, oder ist man halt auch oft opportunistisch und der hat mir gesagt, schau, der Tajani, der ist außer Rand und Band, das geht, ich brauche den im Moment, ich brauche den für diese Reform des Autonomiestatuts und der hat von uns allen verlangt, dass wir uns von dir distanzieren. Da habe ich gesagt, ja, wenn ihr meint, dann distanziert euch halt. Sag mal, mir ist es relativ wurscht. Ich habe dann halt umso mehr Zuspruch und Zuschriften von Personen bekommen, die mit mir einverstanden waren. Wenn Sie so allgemein auf die Partei blicken, jetzt haben wir ja übermorgen Wahlen, wo meinen Sie denn, geht denn grundsätzlich für die SVP die Tendenz hin? In welche Richtung bewegt sich das? Ja, von diesen Wahlen hängt natürlich sehr viel ab, weil die Partei ist eben eine Sammelpartei und da hängt es ganz viel davon ab, zum Beispiel im Landtag, was ja eines der wichtigsten Gremien ist, ob die Personen, die jetzt fortschrittlicher sind und eher weltoffener und vielleicht dem linken Flügel angehören, in der Mehrzahl sind oder ob das die konservativen, rückwärtsgewandten Landwirtschaftsvertreter sind.
Und die Hoffnung besteht halt, dass jetzt ein paar Alte gehen müssen und ein paar neue, wie zum Beispiel der Hubert Mesner, den ich sehr schätze, oder die Rosemarie Palmer, dass die gewählt werden und dass dann die ganze Fraktion wieder ein bisschen eine andere Richtung einschlägt und mehr hinter dem Landeshauptmann steht. Weil es war ja immer das Problem, dass der Landeshauptmann nirgends eine Mehrheit hatte, nicht in der Landtagsfraktion, nicht in der Partei und zum Schluss nicht einmal mehr in seiner Regierung. Wenn wir sagen, also Wahlen, dann bedeutet das auch, dass wir über das Thema Koalition sprechen müssen. Und jetzt ist ja durchaus möglich, dass es nach diesen Wahlen eine Koalition zwischen SVP und möglicherweise Fratelli d'Italia geben könnte. Ist das für Sie ein Tabubruch oder ist das einfach politischer Pragmatismus? Ja, an und für sich ist das schon ein Tabubruch, aber man muss halt auch dazu sagen, dass die Fratelli extrem schlau agieren. Also sie versprechen jetzt Dinge, dass die Wiederherstellung der Autonomie, wie sie zum Zeitpunkt der Streitbeilegung war, und neue Kompetenzen. Sie versprechen Dinge, die nicht einmal die Linken, der PD, sagen wir mal, der SVP gegeben hat. Und in unserer Partei gibt es ja sehr, also einen großen Sockel eben an Konservativen, eben gerade dieser ländliche Bereich oder die Wirtschaft. Und das Einzige, was zwischen diesem konservativen Sockel unserer Partei steht und dem Fratelli d'Italia, war immer die Autonomie, dass die nicht autonomiefreundlich waren. Jetzt sind sie plötzlich autonomiefreundlich. Natürlich kann man sagen, in der Vergangenheit waren sie es nicht, aber jetzt sind sie es. Und andere Themen, die für mich ein Hindernis sind, eben Einstellungen, keine Ahnung, zu Andersdenkenden, zu Homosexuellen, zu Frauen, zu Migranten, das ist für mich wichtig, aber das ist für viele in meiner Partei nicht wichtig, sondern die denken ganz pragmatisch, wo holen wir am meisten für unser Land, für unseren Wohlstand, für unsere Wirtschaft heraus. Und wenn man so denkt, dann gibt es eigentlich fast keine Alternative, als mit denen, die jetzt in Rom an der Macht sind und die noch dazu sich plötzlich sehr autonomiefreundlich zeigen, eine Koalition einzugehen. Ganz abgesehen davon, dass die italienische Bevölkerung auch die hauptsächlich wählen wird, weil das ist ja noch eine Komponente. Ich habe mich damals sehr dagegen gewehrt, dass eine Koalition mit der Lega und nicht mit dem PD, der ja unser jahrelanger Koalitionspartner war, eingegangen wird. Aber alle haben mir gesagt, schau, die Italiener haben die Lega gewählt. Die haben vier von der Lega gewählt und einen vom PD. Sollen wir jetzt einen Grünen, einen vom PD und einen von Cinque Stelle nehmen und den Wählerwillen der Italiener sozusagen so umgehen? Können wir das machen als Südtiroler Volkspartei? Und das ist schon auch ein Aspekt, den man irgendwie berücksichtigen muss. Was mich interessieren würde, und wahrscheinlich nicht nur mich, Fratelli d'Italia, diese wirklich Rechtsaußenpartei, gibt sich jetzt südtirolfreundlich, autonomiefreundlich, aber wie glaubwürdig ist denn das in Ihren Augen? Oder andersherum gefragt, kann denn das Interesse einer solchen Partei so groß sein, nur in Südtirol mitzuregieren, dass man sozusagen alle seine Prinzipien über Bord wirft und sagt, Autonomie wunderbar, Südtiroler ganz speziell, und das sind unsere Freunde? Ja, es ist kaum zu glauben, aber so ist es. Also es ist auch so, weil natürlich da einer der Hauptakteure, der Urzi, der nie etwas gezählt hat in Südtirol, plötzlich ist er mächtig und der will unbedingt in die Regierung kommen. Und der ist einer, sagen wir, der Vertrauensleute von der Meloni. Und Meloni möchte ja auch im deutschen Ausland salonfähig werden und zeigen, dass sie proeuropäisch ist und dass sie nicht so in die rechte Schmuddelecke gehört. Und da gehört halt Südtirol auch dazu. Und deswegen haben die jetzt eine totale Kehrtwende gemacht, was die Einstellung uns gegenüber betrifft. Ob sie die dann wirklich in ihrem Herzen auch haben, weiß ich nicht. Aber zählen tut halt, was sie sagen und wie sie sich jetzt uns gegenüber benehmen. Zum Beispiel hat der Landeshauptmann und zusammen, er ist ja der Präsident,
aller Regionen mit Sonderstatut und die haben alle ihre Wünsche für die Änderung der Sonderstatute deponieren können. Logisch weiß man jetzt nicht, ob die danach angenommen werden, aber halt schon allein, dass darüber diskutiert wird und dass wir haben ja, sagen wir mal, Forderungen, Extremforderungen gestellt, wenn auch nur 80% oder 70% von dem angenommen würden, dann wäre das für die Autonomie ein großer Schritt. Und natürlich auch ein Mensch wie Arno Kompatscher, der sicher mit den Fratelli nichts am Hut hat, der auch aufgeschlossen und weltoffen ist und so weiter, trotzdem hat er die Chance, in die Geschichtsbücher einzugehen, als derjenige, der die Autonomie wiederhergestellt hat. Das ist halt immer so eine Gratwanderung, inwieweit will man eine Wertepolitik machen und inwieweit sagt man, man versucht jetzt ganz pragmatisch alles zu kriegen, was man für Südtirol kriegen kann. Das ist ja interessant, man sagt, okay, jetzt haben wir eine aufgeschlossene, also Südtirol gegenüber aufgeschlossene Regierungsmehrheit. Auf der anderen Seite wissen wir, Sie haben gerade angesprochen, den konservativen Sockel, den massiven konservativen Sockel in Ihrer Partei. Für die sind ja vielfach PD oder, ja, sagen einfach Sozialdemokraten im weitesten Sinne, sie da einzuordnen. Sowas fast wie ein rotes Tuch, das erinnert an Zeiten, wo man sagt, die Kommunisten sind Kinderfresser oder sowas. Dabei verdankt Südtirol seine Autonomie von italienischer Seite nur den Linksparteien, angefangen bei der kommunistischen Partei. Wieso gibt es denn trotzdem diese Abneigung gegenüber allem, was ein bisschen links von der Mitte ist in Ihrer Partei? Ja, weil sie haben Angst vor den Umweltauflagen, die Grüne durchsetzen könnten. Ist zwar auch total engstirnig und absurd gedacht, weil ich meine, die Ersten, die vom Klimawandel getroffen werden, sind ja dann wieder die Landwirtschaft und die Landwirte, aber trotzdem sträuben sie sich gegen alles, was in der EU vorgeschlagen wird. Also unser Herbert Dorfmann, der kämpft ja auch fest gegen strengere Tierschutzbestimmungen, gegen den New Green Deal von der Leyen, jetzt nicht gegen alles, aber halt gegen bestimmte Bestimmungen. Und diejenigen, die eben fürs Klima etwas tun wollen und auch für den Tierschutz, das sind halt dann eben die Grünen und die Sozialdemokraten. Und deswegen sind sie ein rotes Tuch für die Bauern, wobei manchmal machen sie meines Erachtens auch Fehler, die nicht sein müssten, weil zum Beispiel bei Wolf und Bär, wo ich als Tierschützerin auch sage, das ist ein Problem hier und die Nutztiere sind auch Tiere und da muss man irgendeine Lösung finden, dort kann man mit den Linken nicht reden, hingegen die Rechten, die versprechen den Bauern, ja, wir helfen euch, wir helfen euch, diese Problematik zu lösen. Der Salvini, der sagt, es muss jede Region selbst die Gesetze machen. Und unsere Bauern sind, also die eigentlich Bauern und Schützen und so weiter, die sind jetzt Fans der Fratelli d'Italia geworden, geben Wahlempfehlungen für die Fratelli d'Italia, machen Treffen mit dem Landwirtschaftsminister, wo sie sich zusammen gegen das Laborfleisch aussprechen, wobei das ja etwas ist, was unsere Bauern überhaupt nicht betreffen würde, aber diese Engstirnigkeit, die führt halt dann zu solchen Bündnissen und dann gibt es natürlich die Biobauern und die aufgeschlossenen Bauern, die da nicht einverstanden sind, aber die haben halt keine Mehrheit. Also Bauernbund und Fratelli d'Italia, haben Sie gesagt, sind jetzt beste Freunde? Ja. Wolf sei Dank, könnte man sagen, oder? Oder Bär, ja, sei Dank. Ja. Oder? Hat sicher viel dazu beigetragen. Und da sage ich eben, wenn die Linken auch ein bisschen schlauer wären und vielleicht auch einmal sagen würden, wir verstehen, dass ihr da Probleme habt, aber ich bin ja bei den Tierschützern dabei, die haben ja so einen Chat und mit denen kann man nicht reden, die wegen einem Bären protestieren sie unterm Haus vom Fugatti und bedrohen ihn.
Und bedrohen ihn. Und wenn ich sage, und zum Laborfleisch, dass Millionen von Nutztieren, die jetzt in schlimmsten Verhältnissen leben müssen und die Tiertransporte über sich ergehen lassen müssen, das sagt ihr nichts. Und so ist es. Eben genau, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und bleiben wir dabei, auch wenn wir gerade noch mitten in der Politik und in der Koalitionsfrage waren, aber damit wir nicht hin und her springen, bleiben wir ruhig bei diesem Thema Tiere, also Wolf und Bär, was ja einiges verschiebt auch an, ja, sage ich einmal, an Positionen, wie wir gerade gesehen haben, Bauernbund und Fratelli d'Italia. Und auf der anderen Seite Tierschutz, der im Alltag bei den Millionen Rindern, die geschlachtet werden, keine Rolle spielt. Und Sie haben sich dazu ja auch sehr vehement und deutlich geäußert. Wo würden Sie, wenn Sie heute entscheiden könnten, den Hebel ansetzen? Würden Sie sagen, jawohl, Wolf und Bär entnehmen in Maßen, wo es notwendig ist, zum einen, aber mit oder ohne Bezug zu dem großen Tiersterben, das wir aufgrund der, ja, des hohen Fleischkonsums täglich erleben. Ja, meine Position ist eben einerseits, Wolf und Bär muss man, also die Bauern müssen sich irgendwie wehren können und die muss man in Maßen entnehmen können, auch weil das sehr intelligente Tiere sind und die lernen ja, dass ihnen da nie etwas passiert. Das ist ja für deren Entwicklung auch nicht gut. Also sie müssen schon noch ein bisschen Angst vor Menschen haben und ich meine, Rotwild wird ja auch entnommen, wenn es zu große Schäden macht. Ich verstehe den Unterschied nie, der gemacht wird zwischen dem einen Tier und dem anderen. Hingegen, wo ich ganz vehement ansetzen würde, ist bei der Massentierhaltung. Also ich finde, das ist eines der größten Verbrechen der Menschheit gegenüber den Tieren. Die werden wie Dinge in einer Fabrik behandelt, obwohl sie fühlende Wesen sind. Und mit diesem Laborfleisch gibt es eine Hoffnung, dass diese Massentierhaltung ersetzt werden kann, weil die ist ja nicht nur aus ethischen Gründen verwerflich, sondern wir wissen ja, dass diese Agrarwirtschaft und Massentierhaltung sehr große Klimasünder sind. Also man sagt sogar, die Massentierhaltung erzeugt mehr Umweltgifte als Flug und Autoverkehr zusammen. Und ich denke mir, es ist schwierig, jemandem zu sagen, du darfst nicht mehr mit dem Auto fahren oder du darfst nicht mehr fliegen, aber zu sagen, iss nur einmal im Monat einmal in der Woche Fleisch, könnte man jedem zumuten, oder? Möchte man meinen, zumindest. Ja. Oder dass dieses, Sie sprechen immer von Carne-Synthetica bei diesem Laborfleisch. Das ist ja schon der Name irgendwie verfälscht, weil das ist nicht synthetisch, sondern es sind einfach Zellen, die entnommen werden und die dann im Reagenzglas halt zu einem Schnitzel oder zu einer Wurst oder zu Hackfleisch gezüchtet werden. Die Forscher sind noch nicht so weit. In den meisten Ländern wird sehr viel Geld auch von den Staaten investiert, um die Forschung zu fördern, weil die meisten Länder, überhaupt Länder, die keine großen Flächen zur Verfügung haben, wie Holland, Israel, Singapur hat sowieso schon zugelassen, die investieren in diese neue Technik und versprechen sich eine Revolution im Essen und eine Revolution für die Umwelt. Und in Italien gehen diese Holzköpfe, möchte man sagen, her und verbieten das. Und nehmen somit auch noch den Forschern, die in Italien ganz, also das kommt ja alles von der Zellenforschung, von der Krebsforschung, wie sich die Zellen teilen und so weiter. Und diese Bioreaktoren, da sind die Italiener teilweise federführend, die müssen ihre Technik ins Ausland verkaufen, weil es in Italien praktisch nichts gibt. Aber es gibt ja das Argument, also wegen dieses sogenannte Zucht- oder Laborfleisch, auch von Herrn Salvini immer wieder laut propagiert. Wir stehen hinter den Bauern, wir müssen die Bauern schützen, wir können auf keinen Fall zulassen, dass sozusagen mit dieser neuen Technik ihnen ihr Gewerbe kaputt gemacht wird. Ist das wirklich, glauben Sie, ernst gemeint oder ist was anderes dahinter? Also die wahren Bauern, die wirklichen Bauern, die noch die Tiere im Freien haben und wo die Tiere noch irgendwie artgerecht leben können,
die haben ja eine wichtige Funktion und die möchte ich natürlich auch schützen, aber es geht ja um die Tierfabriken, die kann man ja nicht einmal mehr als Bauern bezeichnen. Die machen das ja schon so standardisiert und spritzen die Tiere voll mit irgendwelchen Wachstumshormonen und so weiter, dass sie möglichst eine hohe Rendite geben. Das ist alles pervers. Das hat mit einem Bauern eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und die Bauern müssten ja gerade sagen, okay, schaffen wir diese Massenproduktion, diese Fabriken ab. Setzen wir auf ein Produkt wie das Laborfleisch und werten wir unser Fleisch, das wirklich mit artgerecht gehaltenen Tieren entsteht, auf und schauen, dass es besser bezahlt wird und so weiter. Ich verstehe nicht, warum Sie sich ins gleiche Boot setzen mit dieser Massenproduktion. Möglicherweise ist es aus mancher politischer Sicht gedacht als Schutz für einen doch recht ja, lukrativen und auch starken Wirtschaftszweig. Ja, es wird sicher ein lukrativer Wirtschaftszweig werden, deswegen ist es absurd, sich zu verschließen. Ich meine, die Die Massentierhaltung ist ja auch ein lukratives Massentierhaltung, okay, Geschäft. aber die Massentierhaltung, der Witz ist ja, dass die Fabrikanten der Massentierhaltung investieren ins Laborfleisch, weil sie wissen, dass das eines Tages sagen wir mal, Geschäft sein wird. Weil dass die Massentierhaltung unabhängig vom Tierleid auf die Dauer, dass wir dann nicht so weitermachen können, man das sagen alle Zahlen, alle Experten, wenn wir nicht wollen, dass unsere Welt untergeht, dann müssen wir diese Massentierhaltung abschaffen. Wir haben vorhin da draußen vor der Tür gerade ein bisschen geredet über dieses Laborfleisch, ganz kurz. Ja. Und da haben Sie was angedeutet. Darf man das jetzt hier noch laut sagen? Ja, Und wenn ja, logisch. dann sagen Sie es bitte. Ja. Also die Gesetze im Agrarbereich müssen ja alle der Europäischen Union zugestellt werden und die Europäische Union muss praktisch dem Gesetz zustimmen. Und wenn etwas Europa rechtswidriges drinnen ist, dann sagen sie, das muss man streichen und das muss man streichen. Und in dem Gesetz, dem Verbot vom Laborfleisch, ist nicht nur das drinnen, sondern es ist sogar drinnen, dass Produkte, also pflanzliche Ersatzprodukte zu Fleisch und Milchprodukten, die Begriffe Fleisch und Milch nicht verwenden dürfen. Also man dürfte nicht mehr Hafermilch sagen und nicht mehr, keine Ahnung, Sojawürste oder Tofuwürste, weil man das Fleisch, und das hat Frankreich schon einmal versucht und es ist abgewiesen worden. Und jetzt kommt die rechte Regierung in Italien und Europa hat halt durchklingen lassen, dass dieses Gesetz niemals genehmigt werden wird. Und jetzt haben sie es zurückgezogen. Es gibt schon einige Kritiker, die sagen, habt ihr es müssen, euren Schmarrn da zurückziehen. Der Lollobrigida, der bestreitet es noch, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass sie all das, was sie da vollmundig versprochen haben, dass das total unrealistisch ist und nicht geht und dass sie das alles zurückziehen müssen. Okay, dann gehen wir aus unserer Fleischecke, der wir gerade drin waren, wieder heraus, noch einmal zurück zu menschlichem Fleisch sozusagen. Wir waren mittendrin in den möglichen Koalitionen. Würden Sie, wenn es eine Koalition der SVP mit den Neofaschisten, also mit Fratelli d'Italia geben sollte, wäre von Ihrer Seite ein Aufschrei oder irgendeine tadelnde Stellungnahme zu erwarten? Ja, da muss man einmal zunächst schauen, ob es überhaupt eine Alternative gibt. Also ich hoffe schon sehr, aber Sie wissen ja, es müssen die Parteien genug italienischsprachige Gewählte aufweisen und so sicher ist es nicht, wenn es. Nehmen wir an, es gäbe eine Alternative. Wenn es keine gibt, Dann dann kann man nicht mal einen Strick draus werde drehen. ich sicher, wie ich es immer schon gesagt habe, sagen, ich wäre für die Alternative mit den links-grünen Parteien. Und was ich zum Beispiel heute gelesen habe, sollte die SVP einen deutschen Partner brauchen, dass das dann die Freiheitlichen sein sollten. Also da würde ich mich extrem wehren, weil jetzt gerade die Freiheitlichen, kommt mir vor, brauchen wir schon überhaupt nicht. Wenn sie eine deutsche Partei brauchen, dann
sollen sie ja Grüne oder Team K, aber nicht freiheitlich. Und das wäre dann eine Koalition, das muss man sich vorstellen, SVP, Freiheitliche, Lega und Fratelli d'Italia. Es wäre eine Katastrophe in meinen Augen. Völlig neuer politischer Cocktail. Ja. Das sind jetzt so Hypothesen, die im Raum stehen. Ja, ja. Wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass die SVP nicht so schlecht abschneidet, dass vor allem die Kompatscher-Unterstützer nicht so schlecht abschneiden, weil der Kompatscher kann ja auch das, was er, so wie er die Sachen sehen würde, die kann er ja auch nicht umsetzen, weil er nirgends seine Mehrheit hat. Also bei ihm, logisch, er ist der Landeshauptmann, bei ihm sieht man das nicht so, er kann jetzt auch nicht so wie ich. Mir ist es egal, wenn ich allein gegen alle bin, das macht mir nichts. Aber als Landeshauptmann kannst du dir das nicht leisten. Musst du schon immer, kannst du nicht, musst du schon schauen, dass du nicht überall untergehst. Und dann muss er halt Kompromisse machen, die er wahrscheinlich nicht machen würde, wenn er Mehrheiten hätte. Und deswegen hängt es halt sehr viel von diesen Wahlen ab. Wir haben jetzt ja in Italien praktisch zum ersten Mal eine Regierungschefin, die sich zwar selber Regierungschef nennt, Signor Presidente del Consiglio. Da gab es von Ihnen auch eine Stellungnahme im Senat, die wahrscheinlich viele von Ihnen, so wie ich, auch live gehört haben, wo Sie gesagt haben, sinngemäß, was haben Sie denn eigentlich für, was für ein Rollenverständnis von einer Frau, wenn Sie sich als Herr bezeichnen lassen. Haben Sie seither persönlichen Kontakt gehabt mit ihr? Ja, ich habe schon manchmal persönlichen Kontakt im Rahmen, also wenn sie jetzt alle Fraktionssprecher und Fraktionssprecherinnen zu sich holt, zum Beispiel über die Verfassungsreform, und wenn man so mit ihr redet, muss man sagen, sie ist eine sehr intelligente Frau, und ich glaube auch, dass sie sich, ich meine, sie hat sicher radikale rechte Positionen, aber irgendwie kommt mir schon vor, dass sie eine Wandlung durchmacht, dass sie auch versteht in Europa, an welcher Seite es vielleicht gescheiter ist zu stehen. Und jetzt zum Glück, es bewegt sich zwar, die Rechte in Europa wird immer stärker, aber wir haben jetzt zwei Beispiele gesehen, einmal in Spanien und einmal in Polen, wo diese rechten Parteien nicht mehr in der Lage sind, eine Regierung zu bilden. Das ist natürlich ein großer Vorteil für Europa. Und man sagt, dass Meloni, die ja ganz eng verbandelt war mit der PIS, also mit der rechten Regierung, dass die sich jetzt schon auch Gedanken macht, soll ich jetzt noch auf diese Außenseiter setzen oder soll ich mich mehr zu den konservativen, sagen wir mal rechten, aber halt zu den Parteien, die halt noch im Rahmen einer normalen konservativen Partei sind, hinbewegen. Manche sagen ja auch, also Fratelli d'Italia oder Giorgia Meloni, die sind ja gar nicht so schlimm, und zwar vor allen Dingen deshalb, weil Meloni jetzt in Bezug auf das Verhältnis zur EU in etwa, zum Thema Immigration, aber auch gegenüber Südtirol, nichts von dem heute umsetzt, was sie damals gesagt hat. Und deswegen sagen viele, sie hat ja eine Läuterung durchgemacht, jetzt kann man mit ihr vernünftig reden. Also ist sie eine gute Regierungschefin, weil sie nichts von dem einhält, was sie versprochen hat? Ja, und der Witz ist, dass dir die Leute das nicht einmal übel nehmen. Also sie hat konstant die Beliebtheitswerte so bei 27%, obwohl sie im Grunde nichts von dem, was sie versprochen hat, einhält. Dass sie die Migration drastisch reduziert, das täte sie zwar gern, aber das hat sie jetzt verstanden, dass das nicht geht, dass jetzt das niemand schafft. Ja, verdoppelt. Und die EU und Deutschland und Frankreich, die zuerst die größten Feinde waren, mit denen, also sie ist jetzt mit der Ursula von der Leyen, also ganz harmonisch unterwegs, sie macht komplett das Gegenteil von dem, was sie im Wahlkampf gesagt hat, aber man nimmt es ihr nicht übel. Sie hat halt wirklich eine, dadurch, dass sie so intelligent ist und dass man vielleicht, dass man ihr anmerkt, dass sie wirklich jetzt für das Land, dass sie jetzt nicht irgendwelche andere Hintergedanken hat, sondern dass sie wirklich für das Land das Beste will und dass sie sich da aufopfert,
Das kauft man ja ab und ich glaube auch, dass das so ist. Hingegen der Salvini, ihr Gegenspieler, der sagt heute das, morgen das Gegenteil. Dann ist er extrem unverantwortlich. Zum Beispiel jetzt, wo die ganze Welt eh schon ein Pulverfass ist, gießt er noch dauernd Benzin, indem er sagt, ja, bei den Migranten, die da kommen, sind alles Terroristen dabei und die, alle, die da kommen, und wir müssen jetzt die Terroristen loswerden und so weiter. Was ja so sicher nicht stimmt, aber er ist völlig verantwortungslos. Hingegen die Meloni ist schon auf einem anderen Niveau, das muss man ja schon zuerkennen. Vielleicht kommt der Salvini auch deshalb alle 5 Minuten jetzt nach Südtirol, weil er Angst hat, dass seine Lega von den Fratelli d'Italia abgelöst wird. Genau, er befürchtet, dass da in Südtirol, wo die Fratelli ja nie eine Rolle gespielt haben, und die Lega hingegen immer die großen Freunde waren, weil sie autonomiepolitisch immer schon sehr stark auf die Autonomie gesetzt haben, was wirklich stimmt, dass jetzt aber trotzdem die Fratelli die Lega ausstechen. Und das will er halt auf keinen Fall. Und deswegen kommt er da ständig nach Südtirol. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, weil mir kommt oft vor, also wenn man dem zuhört, dann aber sicher die Leute, die Lega und die Fratelli wählen, die ticken anders, deswegen kann man das so nicht beurteilen. Jedenfalls, Die hören wahrscheinlich was anderes als die Sie. haben eine große Rivalität, die haben schon da und eine große Rivalität. Sie müssen sich vorstellen, von der Dreiergruppe Salvini, Berlusconi und Meloni, war ja die Meloni immer die ganz kleine Juniorpartnerin mit 2, 3, 4%. Und die beiden Zampanos haben sie ja die Nana und die Kleine und so weiter genannt. Und jetzt ist sie die Sie sind die Chefin. Große. Also das ist für den Salvini, muss das, ja, er leugnet das zwar immer, aber das muss für den schrecklich sein, dass er jetzt plötzlich sich von der Kleinen da in seinen Augen kommandieren lassen muss und sie sitzt halt extrem fest im Sattel in ihrer Partei. So, Frau Unterberger, blicken wir jetzt, weil ich nehme an, es gibt vielleicht nachher noch ein paar Fragen, deswegen will ich nicht die Zeit allzu sehr strapazieren, aber blicken wir kurz auf Ihre Autonomiefraktion in Rom. Ich sage Ihre, weil Sie, wie Sie schon gesagt haben, die Chefin dieser Gruppe sind. Und das ist ja, also ich meine jetzt die Gruppe als Menschen, nicht so wie im italienischen Gruppe als Fraktion. Ich meine diese Menschengruppe. Da haben Sie ja zum einen aus der eigenen Partei auch solche, die sehr oft nicht ganz Ihrer Meinung sind oder Sie nicht immer von deren Meinung teilen. Da haben Sie also bereits innerhalb der SVP manchmal zwei Seelen, die Sie irgendwie unter einen Hut bringen müssen. Und dann gibt es dann noch andere, über die reden wir nachher. Aber wie geht es denn mit den eigenen Leuten in der Fraktion? Kriegt man das hin? Braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl, Diplomatie, Charme? Also, die Mehrheit braucht es, ganz Ja, aber wie eiskalt. kriegt man sie denn? Ja, in dem zum Glück, also auch bei mir war das so, dass ich das große Glück hatte, dass zwei Vertreter von Partito Democratico gewählt worden sind. In Bozen, der Spagnoli, und in Trient, der Patton. Es hätte ja sein können, dass da zwei Legisti gewählt worden wären, dann wäre sicher nicht mehr ich Chefin der Autonomiefraktion, sondern wäre es wahrscheinlich mein Kollege Durnwalder. Aber so habe ich in beiden Legislaturen das Glück gehabt, dass von den Italienern linke Vertreter drinnen waren und dann kann man in der, also dann entscheidet die Mehrheit in der Autonomiegruppe. Was meine Kollegen immer getan haben, sie haben immer versucht, die Entscheidungsfindung in dieser Gruppe auf die Partei zu verlegen, wo ich in der Minderheit bin und sie in der Mehrheit. Aber ich habe immer gesagt, na, es kommt gar nicht in Frage. Wir entscheiden alles in der Autonomiegruppe und damit hatte ich immer die Mehrheit und überhaupt kein Problem. Der Durnwalder, also es ist jetzt nur mehr der Durnwalder in der Autonomiefraktion, der Steger ist ja Die Kammer in die gewechselt. Kammer gewechselt. Ich muss sagen, dass ich mit dem Durnwalder so menschlich, jetzt, wir haben jetzt kein besonders inniges Verhältnis, aber
Wir sprechen, ich frage ihn schon manchmal, du, was sagst du dazu? Oder es gibt ja auch Themen, wo er sich besser auskennt und wo er sagt, da würde er so und so stimmen. Und in unserer Fraktion stimmt sowieso jeder, wie er will. Also, das ist, da gibt es keinen Darin Fraktionszwang. besteht die Autonomie Ja. sozusagen. Aber unsere Gruppe zum Beispiel ist auch sehr, wie soll man sagen, im Senat hat sie einen gewissen Stellenwert, weil es gibt zwei Gruppen, wo jemand hinkommt, wenn er aus der eigenen Gruppe Ausscheidet. weggeht. Den sogenannten Gruppo Misto, der bezeichnet man auch ein bisschen als Abfallkübel, und die Autonomiegruppe. Und jetzt zum Beispiel trennen sich Renzi und Kalender, die hatten bis jetzt zusammen eine Gruppe. Und die trennen sich, der Renzi hat die Personen, um alleine eine Gruppe zu machen, und der Kalender müsste in die gemischte Fraktion gehen. Und der hat mich jetzt, also die vier von der Kalendergruppe, die haben mich jetzt Wochen und Monate lang bearbeitet, sie würden gern zu uns kommen. Und ja, zum Beispiel da mein Kollege Durn, ich war auch unsicher, und mein Kollege Durnwald hat gesagt, er will das auf keinen Fall. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich bin so hin und her gerissen, und er sagt auf keinen Fall. Und dann habe ich Nein gesagt, zum Also Beispiel. Kalender kommt nicht zu Ihnen. Nein, aber er wollte unbedingt. Nur um zu Okay. sagen, dass unsere Gruppe schon, oder der Monti wollte unbedingt zu uns. Wir sind halt so ein bisschen die gehobenere Alternative zum Zu Gruppo dem wollte ich auch gerade kommen, zu Monti. Monti hat ja ein gewisser Karl Zeller gesagt, als Chef in dieser Fraktion, nein, Monti kommt hier nicht herein wegen der damals einschneidenden Maßnahmen zur Sanierung der Ja. Wirtschaft. Finanzbeschneidung, da müssen wir nicht näher darauf eingehen. Aber interessant ist ja auch, dass sie alte sozusagen Staatspräsidenten drin hatten. Ein Cossiga war drin und jetzt ganz aktuell zum Schluss auch Napoli. Napolitano. Wie ist es denn gut? Sie werden vielleicht, weil er doch ein älterer Herr war, nicht mehr allzu viel mit ihm in der Autonomiefraktion zu tun gehabt haben, aber Sie haben ihn trotzdem erlebt. Wie haben Ja, Sie denn ja. erlebt, als welchen Menschen denn? Ja, als ich ganz frisch gewählt wurde und Präsidentin der Autonomiegruppe wurde, zum Beispiel jetzt, haben sie zu mir gesagt, du musst jetzt dem Napolitano einen Besuch abstatten und ihn fragen, ob er in die Autonomiegruppe kommen will. Weil der Napolitano, der war wie ein Kaiser, also den musste man regelrecht huldigen, mit dem konnte man nicht so normal sprechen. Der hat so eine Aura schon gehabt, das ist halt in Italien auch ein bisschen so, dass sie eben solche Persönlichkeiten extrem verehrt werden und extrem, dass man das fast als Untertan hin muss. Jedenfalls wusste ich, dass meine Kollegen den Monti nie im Leben akzeptieren würden, und ich gehe zu dem Napolitano hin, und das Erste, was er mir sagt, ist, er kommt gerne, aber möchte, dass alle Senatoren auf Lebenszeit kommen und auch der Monti. Ja, dann habe ich gesagt, Herr Präsident, wenn es nur nach mir ginge, wirklich gern, aber schauen Sie, ich kann meine Männer nicht überzeugen, und es war wirklich so, wegen mir, ich habe immer Verständnis gehabt, der musste einfach in der Situation, wo Italien fast bankrott war und nicht einmal mehr die Gehälter der Staatsangestellten zahlen konnte, da konnte der Monti jetzt nicht mit jedem verhandeln gehen, dem er etwas gekürzt hat. Ich habe das immer Aber den verstanden. Mond, also den Monti haben sie dann abgelehnt, kam dann der Dann Napolitano, kam aber dann kam alleine. trotzdem, dann habe ich ihm gesagt, es geht nicht, tut mir leid. Und dann hat er gesagt, okay, dann den Casini. Und dann habe ich gesagt, ja, sofort. Und dann ist halt der Casini zu uns gekommen und der Napolitano auch. Und die Elena Cattaneo, das ist eine Wissenschaftlerin, eine Senatorin auf Lebenszeit, und die ist auch wieder in dieser Legislatur. Und der Rubbia auch. Also es sind einige Senatoren auf Lebenszeit in unserer Gruppe. Und ehemalige Staatspräsidenten, eben weil sie zeigen wollen, dass der Staat die Minderheiten schützt und diese Nähe der Institutionen und der Verfassung zu den Minderheiten. Also die Staatspräsidenten waren immer schon unsere Freunde. Also mit Carlo Rubbia, den Sie ja genannt haben, haben Sie ja einen nicht weniger als einen Nobelpreisträger, Chemie oder Physik, weiß ich Ja, nicht mehr, Physik, glaube ich, ja. Physik-Nobelpreisträger um 1980 ungefähr herum.
Aber auch der Renzo Piano war einmal in der Na, Autonomiefraktion, oder nicht? na, der Renzo Piano, den habe ich überhaupt noch nie live gesehen. Also es gibt Senatoren auf Lebenszeit, Den die man auf kommen Lebenszeit nicht und sieht. genau. Die Elena Cattaneo, die kommt jeden Mittwoch, ist sie den ganzen Tag im Senat und die arbeitet mit in der Gruppe und die hat auch mit mir und mit Spagnoli eine Tagung zum Laborfleisch organisiert. Also sie kann das auch nicht mit anhören, wie unwissenschaftlich da argumentiert wird. Und dann gibt es die Segre, die ist die Vorsitzende einer Kommission. Und dann gibt es solche, die nie kommen. Und der Piano gehört halt zu denen. Ist die Säge auch bei Ihnen? Die Segre wollte ich unbedingt und die habe ich gebettelt, aber sie hat einen Sohn, der politisch engagiert ist bei den Linken und deswegen und in Gruppo Misto sind, ist die Linkspartei und die Grünen und deswegen wollte sie dorthin. Um einen Schlussstrich unter das Fraktionsthema zu ziehen, was würden Sie sagen, macht denn das Wesen dieser Autonomiefraktion im Senat aus? Ja, wir sind halt europafreundlich und schauen auf unsere Autonomie und versuchen immer bei verschiedenen Themen zu verbessern, also unsere Situation zu verbessern. Bei jedem Gesetz, das in die Kommissionen kommt, müssen wir schauen, ob eine Klausel drinnen ist, dass das uns nicht betrifft oder nur im Rahmen, dass unsere autonomen Kompetenzen nicht angetastet werden. Oder zum Beispiel, nächste Woche habe ich einen Termin im Ministerium, weil die Anerkennungen in den sanitären Berufen so langsam sind und weil sie die Psychologen alles Mögliche verlangen, bevor sie die Arbeitsbefähigung geben. Also das sind so Kleinigkeiten, die man macht. Und dann gibt es halt ein bisschen die ewige Diskussion zwischen mir und meinen Kollegen und Kolleginnen, die sagen, wir kümmern uns nur um Südtirol und mischen uns sonst nicht ein. Und ich bin halt diejenige, die sagt, na, Südtirol ist in Italien, ich will mich schon einmischen. Ich will mich schon einmischen, wenn es um Frauen, wenn es um Migranten, wenn es um Tierschutz geht. Und automatisch rede ich dann halt oft gegen die rechte Regierung und sie sagen dann, ja, und du machst in der Aula, hast du deinen großen Auftritt und wir müssen dann betteln gehen und dann lehnen sie uns alles ab, weil sie sagen, die von euch, die beschimpft uns. Das ist so die ewige Diskussion Der zwischen. Zwiespalt zwischen Parteiwerten und politischem Pragmatismus, um nicht zu sagen Opportunismus, Genau, der es vielleicht auch braucht. zwischen Pragmatismus, Bindestrich Opportunismus und Wertepolitik. Okay, sprechen wir noch zwei, drei Aspekte an, zum Beispiel Sicherheit, wo Sie sich letztlich auch des Öfteren geäußert haben. Das ist ja eines der großen Themen, die Migration, aber auch die Sicherheit. Und im Iran hat sie jetzt leider in den letzten Monaten etwas an trauriger Berühmtheit auch noch erlangt, mit diesen jugendlichen Randalierern, sage ich einmal, relativ neutral. Und da haben sie auch eine Stellungnahme im Senat abgegeben und Piante Dorsi, der Innenminister, hat darauf geantwortet. Sie haben im Wesentlichen gesagt, wir sind im Bürgergriff der so ja, randalierender Jugendliche. Wir brauchen mehr Polizei, haben sie zum einen gesagt und zum anderen, und in Bozen bitte endlich mal ein Gefängnis bauen, das menschenwürdig ist. Wären das die zwei Schlüssel zum Erfolg, zum Thema Sicherheit? Würden die ausreichen? Na, ganz grundsätzlich muss man einmal sagen, dass ich finde, also wir leben ja in Europa in Gesellschaften, die vom Aussterben bedroht sind. Uns fehlen die Fachkräfte, wir kriegen dauernd weniger Kinder und wir brauchen Migranten. Und ich glaube, man müsste legale Korridore schaffen, dass die Menschen nicht über die Boote kommen müssen, sondern dass sie sagen können, ich habe die und die Ausbildung, ich will nach Italien, ich will nach was weiß ich wohin. Um aber die Akzeptanz bei der Bevölkerung für diese Migranten zu erhöhen, muss man die Kriminellen einfach aus dem Verkehr ziehen. Und da verstehe ich nicht, warum das nicht passiert. Manchmal kommt mir direkt vor, das ist eine Strategie, weil zum Beispiel es gibt ja diese Maßnahmen, die der Quaestor schon, sagen wir mal, im Vorfeld könnte der Quaestor schon bestimmte Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel im Iran, wo das Problem dieses Raffel ist, könnte er den Jugendlichen sagen,
ihr dürft euch nicht mehr diesen Lokalen nähern oder ihr dürft nicht mehr in die Innenstadt. Oder, also es gäbe Maßnahmen und sie werden nicht angewandt. Deswegen bin ich auch mit diesem Quästor zusammengekracht, aber bei dem Sicherheitsgipfel, wie ich gesagt habe, wir verschärfen diese Maßnahmen in Rom gerade und schauen, dass sie auch auf Minderjährige anwendbar sind und sie wenden sie nicht an. Also man versteht nicht, warum sie das tun. Oder zum Beispiel, es sind 40 Polizeieinheiten in Meran und 40 in Innichen. Warum gleich viele in Innichen wie in Meran? Deswegen, und der Landeshauptmann versucht ja jetzt mit diesem Abschiebezentrum, versucht er ja genau das, nämlich die straffällig gewordenen aus dem Verkehr zu ziehen, zumindest einmal für die 1,8 oder 18 Monate. Er hat mit dem Piantedosi ausgemacht, dass nur Südtiroler und nur diejenigen, die straffällig sind, dorthin kommen, weil diejenigen, die am Bahnhof in Bozen oder in Meran die Leute belästigen, das sind immer die gleichen. Und die offenkundig sind die Gefängnisse zu voll, um sie einzusperren. Die Straftaten sind vielleicht zu gering, um Untersuchungshaft anzuwenden. Und dann sind die halt dauernd auf der Straße und genau da kriegen die Leute dann so eine Abneigung, dass sie die gesamte Migration Das verteufeln. Pauschalappell. Ja. Aber gibt es da nicht zwei große Hindernisse auch noch? Zum Beispiel Stichwort Abschiebezentrum. Das Abschieben hat sich ja als extrem schwierig herausgestellt. Auch die effiziente Bundesrepublik Deutschland hat, glaube ich, Ja. nur im Vergleich zu den Einwanderern ungefähr eine Handvoll abschieben können, weil das aus Gründen, die Demokratie möglich macht, also anders nicht geht. Und auf der anderen Seite sagt man ja vielfach als zweiten Grund, aber auch als zweites Hindernis, es sind so viele unterwegs, die bereits polizeibekannt sind, aber die kommen nach 2 Tagen wieder auf freien Fuß und das ist auf der anderen Seite wieder natürlich nicht gerade ermutigend und inspirierend für die Polizeibeamten, die manchmal auch in unangenehmen Situationen sozusagen tätig werden müssen. Also muss man das nicht mitdenken, vielleicht schärfere Gesetze und auf der anderen Seite dieses Abschieben von straffälligen Menschen auch wirklich möglich machen? Also die Abschiebungen, die funktionieren nicht, weil die Herkunftsländer, die meisten, ganz einfach die Menschen nicht zurücknehmen. Es gibt nur mit 4, 5 Ländern ein Abkommen, die überhaupt die Personen, die von dem Land kommen, wieder zurücknehmen. Dann gibt es viele Migranten, die einfach ihre Papiere vernichten, dann weiß man nicht mehr, wo sie herkommen und weiß auch nicht, wo man sie abschieben könnte. Deswegen, wenn man schon weiß, dass man viele einfach nicht abschieben kann, das geht nicht, dann muss man sich halt überlegen, macht man es, wie es Italien tut, wie es Salvini macht, dass er diese ganzen Menschen in die Illegalität versetzt und die geistern dann halt als Illegale durch unsere Städte, haben keine Chancen auch, sich ein normales Dasein irgendwie zu verschaffen. Oder versucht man die, wenn man sie nicht abschieben kann, einfach zu integrieren. Und Italien tut zum Beispiel nichts für die Integration, überhaupt nichts. Und deswegen, das regt mich auch immer so auf, wenn sie sagen immer, wir werden allein gelassen. Die ganzen Migranten, die ziehen ja weiter, die bleiben ja nicht in Italien. In Italien kriegen sie ja nichts. In Deutschland und Österreich kriegen die sofort Bürgergeld und Wohnung und Hilfe und Kurse, Berufskurse, Sprachkurse. Und die wollen alle dorthin in den Norden oder eben nach Deutschland und Österreich. Und die eine Problematik ist, dass Länder wie Deutschland eben sagt, so geht das nicht, die kommen alle zu uns, obwohl Italien da und die haben, im Grunde kommen sie alle zu uns, da gehen sie alle nach Deutschland. Und man müsste in ganz Europa den Standard, den die kriegen, also das, was man ihnen gibt oder anbietet, müsste man angleichen, damit die Verteilung halbwegs ausgeglichen ist. Und meines Erachtens, man müsste halt einfach mit Kriminellen viel strenger vorgehen. Man müsste die aus dem Verkehr ziehen, braucht mehr Gefängnisse. Die Gesetze wären schon da. Also Das ich wollte gerade fragen und nein, sagen, das hat nichts mit die den Gesetze Gesetzen. wären da, Ja. aber wenn Sie jemanden nach zwei, jetzt zum Beispiel diese Schießerei in Frankreich, das war auch
ein junger Mann, der in seinem Land schon zu 5 Jahren oder sowas verurteilt war, der über Lampedusa nach Deutschland gekommen ist, nach Belgien und wieder in 10 verschiedenen italienischen Städten gelebt hat, obwohl er eigentlich rechtskräftig verurteilt war. Also irgendwo greift diese Absicht nicht, also straffällige Menschen dingfest zu machen. Ja, das versteht man eben nicht, warum sie sich nicht mehr auf das konzentrieren. Dann hätten sie gleich auch diese potenziellen Attentäter und alle möglichen mehr unter Kontrolle. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Rechten im Grunde diese Migranten, die da auf der Straße randalieren, brauchen, weil ansonsten hätten sie kein Thema mehr. Die werden ja deswegen gewählt. Weil sonst kann ich es mir teilweise nicht erklären. Und dann hat es halt auch damit zu tun, dass eben die Gefängnisse überlastet sind. Also nur um Ihnen zu erklären, es gibt das Gesetz natürlich, dass nur jemand, der rechtskräftig verurteilt ist, eingesperrt werden kann. Aber wenn schwerwiegende Indizien da sind, dass eine Straftat begangen wurde, wenn Wiederholungsgefahr, Fluchtgefahr oder Beweisverdunkelungsgefahr da sind, dann kann man jemanden auch in Untersuchungshaft nehmen. Zum Beispiel bei dieser Rauferei, wo da die 20 oder 30 Migranten der zweiten Generation, also die Fußballer da aus Gagazon, wo sie mit Messern und das ist eine erschwerte, sagen wir auf Italienisch, Rissa aggravata. Es hat eine Höchststrafe, wo eine Untersuchungshaft zulässig ist. Theoretisch, wenn die Staatsanwaltschaft beim Gericht beantragen würde und sagen würde, Herr Richter, das war diese Schlägerei mit Waffen und so weiter, es besteht Wiederholungsgefahr, weil der hat schon das getan und der hat schon das getan, ich beantrage Untersuchungshaft, dann wäre das durchaus möglich. Es passiert nicht, weil die Gefängnisse zu voll sind, weil zu viel passiert von dem, und dann bleiben die halt immer im Umlauf. Sprechen wir noch ein letztes Thema an. Sie haben gesagt vorhin, und ich sage das vor dem Hintergrund dieser Frage, weil es dann verständlich wird, Sie haben gesagt, jetzt haben wir 2 positive Signale gehabt in Spanien und in Polen, wo eine Rechtsregierung nicht mehr imstande war, die Regierung zu bilden. Und das haben Sie gesagt, ist ein positives Signal für Europa. Ich wollte Sie trotzdem unabhängig davon fragen, wieso geht denn der Trend aus Ihrer Sicht prinzipiell nach rechts? In Italien ist es rechts. Die höchsten Zuwachsraten in Deutschland hat die AfD. In Österreich ist die stärkste, am stärksten wachsende Partei die FPÖ. In Ungarn haben wir den Orban. In Brasilien, in Amerika gibt es immer noch die Hälfte an Trump-Anhängern. Wieso geht denn der Trend? Was macht denn rechts so faszinierend? Ja, weil diese Parteien bieten einfach Menschen, die wütend sind aus irgendwelchen Gründen, weil jetzt die Inflation so hoch ist, weil sie zu wenig verdienen, keine gescheiten Wohnungen mehr sich zahlen können. Die bieten ihnen ganz einfache Lösungen und Feindbilder. Schuld sind die Migranten und schuld sind die. Und das ist natürlich einfach, wenn ich Politik mache mit so einfachen, dummen Botschaften, und Feindbilder präsentieren kann und Versprechungen machen kann, die total nicht einhaltbar sind. Wir brauchen nur schauen, dass jetzt der Wirt Anderlan von sich gibt. Ja, und dann gibt es halt leider eben Menschen, die vielleicht auch nicht genügend Bildung haben, dass sie das verstehen, dass das alles nicht umsetzbar ist und die halt dann diese Personen wählen. Und hingegen, wenn ich jetzt schaue, die Elly Schlein, die Vorsitzende vom Partito Democratico ist, der sich ja wirklich für die wenig Verdienenden viel mehr einsetzt als diese rechten Parteien, die redet halt viel zu intellektuell und die bietet halt keine einfachen Lösungen, sondern für komplexe Problematiken in der Migration zum Beispiel sagt sie halt auch sehr differenzierte Dinge und nicht eben so plumpe die Migranten sollen alle verschwinden und so weiter. Und leider Gottes
fallen die Menschen halt auf diese Rechtspopulisten, zum Glück nicht alle, weil sonst wären sie ja schon überall an der Macht. Aber ich glaube, dass wir Andersdenken schon aufpassen müssen, dass die Menschen nicht immer zorniger werden und dass wir schon aufpassen müssen, eben, dass diese Migrationsprobleme nicht überhand nehmen, indem zum Beispiel die Kriminellen aus dem Verkehr gezogen werden. Also nur gut sein geht auch nicht, weil das Ergebnis, das man hat, ist, dass radikal rechts gewählt wird. Okay, man kann ja das verstehen, dass Leute einfache Lösungen wollen, auch wenn die Welt heute so komplex ist, dass es keine einfachen Lösungen praktisch für kein Problem gibt. Aber jetzt nehmen wir mal an, jemand beschäftigt sich nicht intensiv mit solchen Themen und der will einfach einfache Lösungen. Dann kann man das verstehen. Sie sagen, die Rechten bieten einfache Lösungen, Slogans an. Die Ausländer, die Finanzleute, die internationalen Lobbys oder die Globalisierung oder irgendetwas. Okay, und die wählen dann rechts. Aber auch der nicht sonderlich gebildete Wähler wird von rechts wird irgendwann merken, dass vieles von dem, was versprochen wurde, nicht eingehalten wird. Aber trotzdem, die Tendenz kehrt sich deshalb nicht um. Oder es gibt keinen wesentlichen Einbruch. Ja, ich denke jetzt, zum Beispiel in Italien noch hält sich die Beliebtheit von Meloni, aber mit der Zeit überhaupt die Italiener, die kehren jemanden ganz schnell den Rücken, wenn es irgendwie bergab geht oder so. Und zum Beispiel auch diese Regierung, die schaut nicht. Sie haben immer geredet von den Frauen und die Frauen, die Kinder aufgezogen haben, müssen belohnt werden. Was haben sie getan? Sie haben dieses Optionen-Donner abgeschafft. Also sie machen das Gegenteil von dem, was sie sagen und das Gegenteil von dem, was eigentlich, sagen wir jetzt, untere Einkommensschichten bräuchten. Aber wir haben ja eine Regierungschefin und die hat selber ein kleines 7-jähriges Kind, also die wüsste ja ein bisschen auch, wie das ist, Familie, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Natürlich ist sie nicht bedürftig, aber sie bräuchte natürlich Hilfe, weil sie ja selber keine Zeit hatte für die Kinderbetreuung und weiß, wie kompliziert es ist, beides miteinander zu verbinden. Wieso kommen trotzdem solche Entscheidungen? Weil das Geld ist knapp und dann versucht die Regierung halt, das Geld der eigenen Klientel, der fixen Wählerschaft zuzuschieben. Zum Beispiel mit dieser unsäglichen Flat Tax, die ja völlig unsozial ist und von allem her ein Blödsinn ist, aber das setzen sie um für die ganzen kleinen Selbstständigen und Handwerker und dann bedienen sie noch die Bauern. Also sie sind sehr unternehmens- und landwirtschaftslastig und trotzdem werden sie von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gewählt. Und dieses Dilemma weiß ich nicht, wie man das lösen könnte. Also das werden wir heute Abend nicht auflösen, aber ja. Wir haben es trotzdem angesprochen. Ich würde in die Runde fragen, ob es Fragen gibt an Julia Unterberger hier in der Runde. Möchte irgendjemand eine Frage loswerden? Jetzt ist Gelegenheit dazu. Wenn nicht, sieht es ganz so aus, als hätten wir alles Wichtige schon besprochen und beantwortet. Dann stelle ich noch eine Frage, weil wir gerade bei der Frau Regierungschefin gewesen sind. Sie waren ja heute vielleicht ein bisschen weniger, steht es nicht mehr so sehr im Fokus, weil Sie andere Themen auch haben, aber einmal galten Sie als die Frauenrechtlerin schlechthin in Südtirol. Stehen wir heute besser als vor 10 Jahren? Ja, denke ich schon. Die Frauen, also dass die Frauen immer mehr Bildung haben und die Nase vorn haben auf den Universitäten und so, das merkt man schon. Natürlich könnte es schon mehr sein und natürlich hat man immer wieder das Problem, dass die Frauen zu wenig Frauen wählen, aber so langsam, also die neue Generation kommt mir schon vor, dass die Frauen sehr viel fortschrittlicher sind und auch die Männer, dass sie viel mehr Familienarbeit übernehmen. Also ich hoffe da schon, dass es sich in Zukunft... Es hat sich gelohnt, zu kämpfen, oder? ja, sicher.
Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Frau Senatorin Unterberger. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Geduld. Ich darf noch eine kleine, bevor Sie Ihren Applaus losbrechen lassen, wollte ich noch hinweisen auf eine Veranstaltung hier im Hause morgen, Spielräume des Theaters. Da geht es um das Thema, auch welche Spielräume eröffnet die moderne Technik dem Theater oder der Wert. Das Wort als Spielraum der griechischen Tragödie. Also alle, die mit Theater irgendwie freundschaftlich verbunden sind, haben hier morgen eine interessante Veranstaltung, auf die ich somit hingewiesen habe. Also nochmals herzlichen Dank auch Ihnen, herzlichen Dank für die Danke. Zeit und bis zum nächsten Mal.